So, Freunde, heute wollen wir mal was ganz Besonderes zubereiten. Und zwar wieder meinen Petromax Feuertopf FT9 auf dem Atago. Ja, was haben wir vorbereitet? Schweinekamm. Hier ist es. Schon etwas mit grobem Meersalz aus Piran in Slowenien vorgesalzen. Und mit Bärlauch, den wir von unserer letzten Slowenien-Tour mit nach Deutschland gebracht haben. So, wir packen das Ganze in den Feuertopf. Deckel drauf. So, und dann geht es schon runter an die Grillstelle. Jetzt. So, jetzt brennt's. Jetzt mit Birkenrinde nachlegen. Hier haben wir schon die erste Birkenrinde, die brennt. Dann mit dem zerkleinerten Holz. Auch da. Birkenrinde dazu. Es riecht sehr harzig. Nehmen für den Grill, der natürlich durch die Kaminwirkung das Ganze gut voranbringt. Okay, nachdem es jetzt also hier im Kamin schon etwas angebrannt ist, habe ich hier im Atago schon mal ein kleines Jägerfeuer angeschichtet. Jetzt nehmen wir also handelsübliche Grillbriketts. Am besten sind die Original-Grillis, die haben wir heute leider nicht. Die Aufversuchung ist, den Test, inwieweit der Atago nach unten Hitze abstrahlt. Deswegen haben wir den hier auf dem Tisch einfach mal auf eine Holzplatte gestellt, um dann zu sehen, ob wir Verfärbungen haben. Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Der Atago ist ideal für die Feuertöpfe und der hat einen doppelten Boden. Ich gehe davon aus, dass nach unten kaum messbare oder relevante Hitzeströmung geht. Nächstes, der vorbereitete Feuertopf, wo schon das vorhin eingelegte Nackenstück am Knochen schon schön drin ist. Vorgefettet. Feuertopf zu. Wir haben jetzt hier noch eine überschaubare Anzahl an Grillis im Atago. Und dann heben wir den FT9 akkurat auf den Atago. Dann haben wir also hier schon mal eine hervorragende Verbindung. Kaminprinzip, gar hervorragend. Jetzt kommt als nächstes, was ich an Grillis noch mal aussortiert habe. Und die schütten wir jetzt oben drauf. Zum Transfer der Grillbriketts. Einen alten Soßenlöffel, der ist hervorragend dafür geeignet. In den Soßenlöffel passt akkurat ein sauber verteilbares Grillbrikett rein. So. Und man hört es im Feuertopf jetzt schon brodeln. Um ein bisschen den Zug zu reduzieren,
kann man jetzt hier die Luftzufuhr im Atago reduzieren an dem Hebel. Man kann damit also schon mal auch Einfluss auf die Temperatur beim Garen ausüben. So, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde dabei, den Schweinenacken, Schweinekamm mit etwa 1,4 Kilo im Feuertopf zu garen. Wenn man herschaut, schaut das Resultat schon mal sehr erfreulich aus. Jetzt geht es darum, dass wir das Ganze mit ein bisschen Kräutern anreichern. Und dazu hat Yvonne vorhin schon Champignons geschnitten, braune und weiße. Die schmeißen wir jetzt mal einfach mit rein und schmoren die mit an. Dazu Zwiebeln, Paprika, alles rein. Die reduzieren wir dann noch ein bisschen, dass die also so richtig als Schmorgemüse gut ankommen. Machen wir den Deckel einfach noch mal drauf. Und lassen das Ganze jetzt so, wie es jetzt ist, noch mal ungefähr 15 Minuten reduzieren, anschmoren. Ja, das war schon für den Moment. So, und weiter geht's. Wir schauen mal, wie weit das Gemüse, die Zwiebeln, die Paprika und die Champignons schon reduziert sind. Schaut schon mal richtig ordentlich aus. An der Art, wie es dampft, sehen wir, dass wir also noch richtig Feuer drin haben. So, und jetzt geben wir eine Mischung, die hat Yvonne gemacht dazu, aus süßem Rahm und Senf. So. So. Damit es jetzt aber noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt, reichern wir das Ganze noch mit einem Raubritter Dunkel an, ein Lichtenberger Schwarzbier, hier aus der Region, 4 Kilometer. Ist nicht so herb wie Köstritzer, ist etwas malzbetonter und es gibt dem Ganzen dann nochmal einen richtig guten Geschmack. Kann ruhig die ganze Flasche rein. So, kocht schon mal schön auf, dass erstmal das Kohlendioxid rausgeht. Kann man auch mal in den Topf gucken. So, noch das Gemüse rein. So, und dann lassen wir es jetzt so, wie es jetzt ist, fertig werden. Fassen wir jetzt gar nichts mehr an dem Bereich. Deckel drauf und gar zu Ende schmoren lassen. Durch den schweren Deckel vom Feuertopf wird der ähnlich wie ein Deckel von einem Schnellkochtopf. Das heißt also, durch die Hitze der Glut von oben und von unten und den Druck, der sich da drin aufbaut, aufgrund des Gewichts vom Deckel, gar das Ganze dann ultra zart durch. Gut, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie weit das Ganze gediehen ist. Warte mal, wir nehmen erstmal den Deckel ab. Haben schon oben drauf neue Holzkohle, wozu wir die brauchen, da kommen wir dann gleich dazu. Mal ein bisschen ab. Ist schon mal richtig klasse. So schaut's aus. Gebackener Kloß. Dazu brauchen wir jetzt etwas Unterhitze, die sich gut verteilt, und etwas Oberhitze. Die Oberhitze machen wir über den Deckel.
dazu sammeln wir gleich schon mal ein paar von den neu durchgeglühten Grillis ein. Mehr nach oben, weniger nach unten. Es qualmt. Im Verhältnis zu normalen Grillhandschuhen haben die von Petromax Aramid drin. Da kann man die Glut wirklich so auch gleich schnappen. Das finde ich richtig gut. Es arbeitet sich dann so richtig gut weg. So. Und drauf mit dem Teil. Schaut schon mal recht ordentlich aus. So, es wird hier langsam frühlingshaft frisch zum Abend. Und dann schauen wir mal, wie weit es hier gediehen ist. Jetzt nehmen wir vorsichtig den Deckel von der kleinen Skillet ab. Und es schaut schon mal sehr anständig aus mit dem gebackenen Kloß. Ich mache nochmal zu. Ich stelle das ganze Teil nochmal zur Seite. Und die Brandspuren, die wir verursachen, die rühren mehrheitlich vom dem, was uns runtergefallen ist, her. So, und dann schauen wir mal nach dem Resultat. Schaut schon mal sehr ordentlich aus. Es brodelt noch. Haben noch genug Hitze. Die Soße hat sich schon sämig entwickelt. Das Fleisch ist sehr zart. Können wir gleich mal feststellen, nochmal mit dem Messer. So, fällt schon ganz rein. Wenn man herschaut, mal mit der Kamera rauf, dann sieht man, dass wir hier also schon die Konsistenz für Pulled Pork haben. Das kann man dann ganz einfach mit zwei Gabeln auseinanderziehen. Das Ganze ist jetzt ungefähr 3,5 Stunden im Feuertopf drin. Machen wir mal den Deckel drauf. Es geht jetzt so in die Phase des Ruhens. Das heißt also, dass jetzt gar nicht mehr so viel Hitze gebraucht wird. Wir gucken mal, was wir unten verbrannt haben. Hier schaut schon mal richtig ordentlich aus. Da waren relativ wenige Grillis, die wir da drunter hatten. Und jetzt schauen wir mal den Untergrund an. Also man kann den Atago ohne weiteres auch auf empfindliche Untergründe stellen. Durch den doppelten Boden wird er unten nicht so heiß, dass sogar Holz drunter anfängt zu verkohlen. Das, was wir hier an Schmauchspuren haben, das ist eigentlich nur durch die heruntergeflogene Glut entstanden. Und dann kann, denke ich mal, so in 5 bis 10 Minuten gegessen werden. So, dann schauen wir uns mal das Resultat an. So. Dazu brauche ich jetzt mal zwei Gabeln und klar zum Rupfen für die gerupfte Sau. Ihr könnt jetzt also richtig schön auseinanderzerren, wenn man das möchte. Wir essen es lieber mit einem ordentlichen Fleischkern noch, dass man also doch auch noch einen Fleischgeschmack hat. So, die Soße variiert jetzt natürlich von den amerikanischen Rezepten. Wir wollen das immer ein bisschen bodenständiger. Guten Ende angekommen. Hier haben wir den Backlos schön in das Skillet ausgebacken. Oberhitze, Unterhitze, gute Konsistenz. Schmeckt auch lecker, mit 7 Kräutern belegt. Hier das Kammstück
zum Rupfen oder noch zum Schneiden, je nachdem, wie man das Ganze möchte. Ein bisschen wenig Gefühl mit den Handschuhen. Hier sieht man, also lässt sich wirklich gut pulgen. Von den normalen amerikanischen Rubs, also diese Pampe, mit der man Pulled Pork oder Pulled Turkey einreibt, nehmen wir immer Abstand. Wir geben dem Ganzen eher eine regionale Note. Tja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wenn ihr Lust habt, kocht es nach. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal zum Kochen auf Feuer und Glut. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit.